Hallo, ich bin der Oskar. Ich bin Emmy. Ich bin Filina. Ich bin Mika und wir machen hier heute schöne Reportagen noch auf dem Wiesengut. Jetzt fahren wir zu den Kühen. Letztes Mal haben wir die ja gefüttert mit den alten Kartoffeln im Herbst, wo wir da waren. Und jetzt gucken wir nochmal, ob es den Kühen gut geht. Und hier hinten ist die Insektenfalle. Da kommen dann die Insekten durch ein Rohr rein und werden dann in dieser Kiste durch einen Auffangbehälter mit Wasser aufgefangen. Weißt du denn, wofür die anderen Insektenfallen hier sind? Hier gibt es ja mehrere. Ich zähle jetzt hier gerade auf den ersten Blick 4. Weil es hier verschiedene Gräser gibt. Zum Beispiel hier ist das Gras mit dem Kuhfladen. Da vorne ist noch eigentlich ganz normales Gras. Und da hinten wächst dann noch was. Also hier gibt es Insekten, die es vielleicht da hinten nicht gibt. Deswegen sind hier verschiedene Fallen aufgebaut. Wir haben hier gerade schon einen tollen Fund gemacht, einen ganz dicken Käfer. Wie viele Beine hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, dann ist es schon mal ein Insekt und kein Spinnentier. Aha. Und die hinteren Beine sind relativ lang. Das ist nämlich eine Heuschrecke. Und zwar ist es die Larve von einer Eichenschrecke. Ist der vom Baum gefallen? Ja, der ist während der Fahrt vom Baum eben gefallen. Genau, die sitzen auf den Blättern, in Hecken oder in Sträuchern. Und die essen zum Beispiel sehr, sehr gerne auch Blattläuse und kleine Insekten. Die sind für uns sehr wichtig, weil die helfen, dass wir nicht so viele Blattläuse hier haben. Und das Tier hat hier hinten noch so ein kleines Stöpselchen dran. Und das ist die Legeröhre, das heißt, der häutet sich noch ein oder zweimal und dann ist er erwachsen. Und das ist ein Weibchen. Das sehe ich hier dran, dass hier so eine kleine Legeröhre dran ist. Also eine weibliche, junge Eichenschrecke. Am besten setzt ihr die wieder in die Hecke. Ja? Denken Sie denn, dass hier im Feld auch Kartoffelkäfer im Moment schon drin sind? Gehe ich schwer von aus. Ich habe schon welche gesehen und ich glaube, ihr müsst auch gleich welche sammeln. Ja, da bemühe ich mich mal, die zu sammeln. Suchst du mit Kartoffelkäfer? Nein. Vielleicht kann uns der Frank Täufer noch mal erklären, warum die Kartoffelkäfer für die Kartoffeln hier auf dem Wiesengut so schädlich sind. Ja, die Kartoffelkäfer, die kommen aus der Heimat der Kartoffel. Und die Kartoffelkäfer und vor allem ihre Larven, die essen die Blätter der Kartoffel. Und zwar ratzeputz. Und wenn die Kartoffelpflanze keine Blätter mehr hat, dann kann sie unten unterm Boden auch keine Knollen mehr bilden. Früher wurden die Kartoffelkäfer abgesammelt, von Kindern zum Beispiel. Und da sind die Kinder auf den Acker geschickt worden und dann haben die Kartoffelkäfer abgesammelt und die Larven. Das ist heute nicht mehr so. Heute haben wir da Präparate, die wir einsetzen können. Und im ökologischen Landbau natürlich andere als in der konventionellen Landwirtschaft. Nutzen Sie denn hier auch sowas wie Pestizide, um die Kartoffelkäfer abzutöten, also hier vom Feld zu jagen? Also wir benutzen hier Mittel, das sind natürliche Mittel, Mittel, die in Pflanzen vorkommen. Und die werden verdünnt und die werden gespritzt und die führen dazu, dass die Kartoffelkäferlarven sich dann nicht mehr häuten können. Und die wirken sehr speziell auf die Kartoffelkäfer, aber leider auch ein bisschen auf andere Insekten. Aber wenn wir nicht vorgehen würden, dann könnten wir überhaupt keine Kartoffeln hier produzieren. Und das sind die Eier von den Kartoffeln. So ungefähr 30 Stück. Ungefähr 30 Eier. Wow. Ja. Normalerweise schlüpft fast aus jedem Ei auch so eine Larve. Hier siehst du, wie die gerade ausschlüpft. Das kleine schwarze Köpfchen kommt hier schon raus. Und das heißt, 30 Eier, 30 Larven oder vielleicht 25 Larven. Und wenn die dann anfangen zu futtern, dann ist natürlich so eine kleine Kartoffelpflanze hier ganz schnell aufgefuttert. Das heißt, wir müssen jetzt bald was machen, damit wir nicht in 2 Wochen hier hinkommen und es sind überhaupt keine grünen Kartoffelblätter mehr da. Das heißt, Sie sagen gerade, die Kartoffellarven und die Kartoffelkäfer, die haben zusammen Auswirkungen auf das ganze Kartoffelfeld. Absolut, ja klar. Die können jetzt diesen Bestand hier, guck mal, bis zum Horizont ist alles noch grün. Und wenn wir jetzt nichts machen würden, die würden uns in kurzer Zeit ratzeputz kahl fressen hier. So, ein auf drei. Ein, drei, los!
Woran liegt es denn, dass der Roggen hier höher ist und da tiefer oder hier höher und da tiefer? Woran liegt das? Das liegt daran, dass dort mehr Steine sind und dadurch können die Roggen dort nicht so hoch wachsen wie dort, denn da sind nicht so viele Steine und so können sie auch, haben sie mehr Platz zum Wachsen. Wir haben gerade die Ähren vom Getreide gezählt und geguckt, wie viel die Großen haben und wie viel die Kleinen haben. Ich habe die Großen gezählt und meine hatte 80 Samenkapseln. Und meine hatte 71, also es ist jetzt bestimmt nicht ganz genau, ist halt schon ziemlich schwierig. Von den Kleinen weiß ich es nicht. Ich habe über mein Blatt geguckt, irgendwas mit 50 oder so habe ich gerade gesehen. Wir machen hier Nachhaltigkeit, wir machen hier Landwirtschaft und die Art, wie wir Landwirtschaft machen, fördert die Biodiversität, die Vielfalt der verschiedenen Pflanzen und Tiere. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht mit uns? Das Gleiche, was ich mit euch mache, mache ich auch mit Studierenden. Und die sehen manchmal viel weniger, die sind ja schon erwachsen. Die haben schon ganz viel gelernt, die schauen aber nicht mehr genau hin. Und das ist bei euch anders. Ihr schaut ganz genau hin, weil ihr noch gar nicht so viel gelernt habt. Ihr seid ja erst in der dritten Klasse. Wir haben ja dreimal in einem Jahr das Wiesengut besucht und ziemlich viel erlebt. Sie waren ja auch jedes Mal dabei. Haben Sie auch sehr viel gelernt? Also ich war leider ja nur zwei von drei Malen dabei, aber bei den beiden Malen habe ich jedes Mal was Neues dazu gelernt. Ich fand es beim ersten Mal total toll zu sehen, wie wirklich die Kartoffeln geerntet werden. Und ich habe auch, das gebe ich ganz ehrlich zu, zum ersten Mal selbst Kartoffeln geerntet. Wie hat es dir auf dem Wiesen gut gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen, weil wir sind viel mit diesem Anhänger rumgefahren. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe auch sehr viel gelernt. Also ich fand es ganz schön, weil wir haben heute auch noch ganz schön viel dazugelernt und es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil das Wiesengut ist schon ein ganz schöner Hof. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht, dass wir so ins Weizenfeld rein durften. Ja, das hat mir gefallen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Besonders fand ich es cool, als wir die Roggenstücke gezählt haben. Gibt es etwas, was Ihnen besonders gut gefallen hat? Besonders gut gefällt mir, dass ihr hier wirklich alle was tun dürft. Dass ihr nicht nur was gezeigt bekommt, sondern dass ihr wirklich Kartoffeln ernten durftet, dass ihr die Tiere füttern durftet, das Korn anfassen und schmecken. Also das gefällt mir besonders gut hier, dass ihr ganz viel selber machen könnt. Vor allem finde ich schön, dass wir nicht nur hier zum Wiesengut gekommen sind, als der Frank hier war, sondern der Frank ist auch zu uns in die Schule gekommen und wir haben in unserem Hochbeeten in der Schule, auf unserem Schulgrundstück, haben wir selber Kartoffeln gepflanzt. Und auch noch Feldbohnen haben wir dort gepflanzt. Ich fand auch die erste Ernte sehr, sehr schön, als wir das ernten durften. Und dass du auch meintest, dass der Frank zu uns gekommen ist, dass wir Kartoffeln einpflanzen durften. Das war wirklich cool nochmal. Ich fand alle Male ziemlich schön, weil wir haben halt auch viel mit den Tieren gemacht. Und ich fand es auch schön zu sehen, wie die immer wie die Tiere und auch die Pflanzen immer größer geworden sind und manchmal auch kleiner, wenn man sie geerntet hat. Ich fand es auch das erste Mal sehr cool, als wir die Kartoffeln geerntet haben und dann auch da mit den faulen Kartoffeln die Kühe gefüttert haben. Und das war es jetzt auch von uns auf dem Wiesengut. Und wir sagen noch einmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.